Im Video zeige ich euch 4 richtig coole, ganz einfache, preiswerte und schnelle Osterbastelideen. Und zwar mit diesem Papier, Bindedraht und Federn. Vom Bindedraht nehme ich gut 2 Meter. Und zwar doppelt. Noch einmal und drehe mir den ganz einfach ein. Nimm meinen Draht und tu unten für den Kopf ungefähr 1/3 verwenden. Drehe meinen Draht hier 2-mal. Kann hier meinen Draht einfach verankern. Macht das Gleiche auf der anderen Seite. Und macht die Osterhasenöhrchen. Bringt die richtig schön in Form. Kann ihn jetzt auch mal einen einknicken oder eben auch so stehen lassen. Aber hier so eine Packung mit Federn und suche mir hier wirklich die kleinsten aus. Ein bisschen bunt. Mache mir jetzt hier so einen Tuff und kann unten auch eben ganz einfach abschneiden. Schneide mich jetzt hier von meinem Myrtendraht auch ein kleines Stückchen ab. Da brauche ich gar nicht viel. Binde mir jetzt hier oben ganz einfach die Federn fest. Das ist meine erste Osterbastelidee für euch. Ihr nehmt jetzt hier so einen ganz einfachen Gegenstand runden, wo ihr ganz einfach auch einen Kreis wickeln könnt. Und da gehe ich jetzt hier mit meinem Band mehrmals rum. Abschieben, nehme meine Dose weg und wickel mir richtig viel von meinem Draht hier ab, halte das hier oben gut fest und wickel mir das jetzt hier von unten ein kleines bisschen auf. Habe jetzt mein Knäuel in einer Hand, mein Ei in der anderen und wickel jetzt hier richtig schön fest, ganz einfach rum. Desto öfter ich natürlich jetzt hier rumwickel, desto stabiler wird mein Ei. Nehmt auch bei der Größe und ihr könnt ja alle Größen nehmen, ihr könnt kleinere Gläser nehmen und habt eben unterschiedliche
Größen von eurem Ei. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen von diesem Draht jetzt hier habe, komme ich hier auch ganz einfach bei. Und genauso wie beim Hasen suche ich mir Federn. Ich hier so 3-4 habe. Wenn ihr jetzt viel mit Federn bastelt oder könnt ihr euch ja gleich die kleineren Federn liegen lassen. Könnt ihr jetzt hier ganz einfach anlegen. Wickel ich jetzt einmal rum. Und mach mein nächstes Bündelchen fertig. Das an, wickel wieder zweimal rum. Und jetzt zum Schluss komme ich ganz einfach bei und jetzt mein Draht richtig schön fest zum Abschluss hier rum. Und kann natürlich mein Ei formen. Das war meine zweite Osterbastelidee für euch. Für die dritte Idee nehme ich ein Töpfchen mit Muscari, Traubenhyazinthen. Könnt ihr die auch drückt, die können die rausziehen und auseinanderbrechen. Und lasse jetzt hier ja, möglichst Wurzeln dran. Und mach mir die so fertig. Nehme ich hier ganz einfach die Erde ein bisschen abstreiche. Nehme meine Holzperle, habe jetzt hier 3 Steckdrähte, die ich jetzt durch das Loch von der Holzperle stecke. Biege mir den Draht so runter. Und schneide mir den Draht jetzt hier gerade. Mache jetzt hier so eine Spirale. Habe mir draußen wieder Moos gezupft. Hier schneide ich jetzt die Wurzeln vom Moos ein Stückchen ab. Kann meine kleine Hyazinthe nehmen. Nehme den Draht. Und pieke jetzt die Enden vom Draht jetzt hier ganz einfach in meine Hyazinthe rein.
schön zusammen. Tue jetzt hier unten auch noch ein kleines bisschen Moos reinstecken. Halt mir das. Und kann es ganz einfach mit meinem Band richtig schön bewickeln. Das untere Stück immer jetzt hier so rein. Und habe jetzt hier eine richtig schöne Deko, die so aussieht, als wenn man jetzt eine Möhre hat. Jetzt ganz schnell gemacht. Die Muscari, die bleibt natürlich auch noch länger frisch. Die Wurzeln sind noch dran und das Moos, das ist ja auch ein kleines bisschen feucht von draußen. Ich wickel jetzt insgesamt noch ein paar Mal rüber. Und jetzt den Schluss könnt ihr natürlich auch so eine Schlinge machen. Hier durchziehen und habt das dann fest, wenn ihr das dann zweimal hintereinander macht. Und könnt ihr so auch ganz einfach den Faden abschneiden. Davon mache ich mir jetzt mein ganzes Töpfchen fertig. Jetzt könnt ihr natürlich eure Muscari-Möhren, sage ich mal so, richtig schön in einer Glasschale zum Beispiel für Ostern dekorieren. Ihr könnt damit Kränze ausschmücken. Ihr könnt die an Geschenke befestigen. Und kleine Präsente für Ostern und. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Für meine vierte Bastelidee für Ostern nehme ich so eine Perle mit einem richtig schönen großen Loch. Einen Stift brauche ich. Und jetzt hier von dem Papierbindedraht wickel ich mir insgesamt erstmal 6 Meter ab. Ich nehme meine Zeitschrift. Das ist einfach. Biet mir die einmal in meinen Anfang hier in die Mitte und wickel jetzt hier das Band ganz einfach rum. Hab jetzt hier meinen Anfang und hier mein Ende vom Draht. Schneide beides ab. Fasse das jetzt hier zusammen. Biege das hier einmal. Nimm mir einen stabilen Draht. Mach den jetzt hier ganz einfach rum. Und kann mit einem Draht jetzt hier meine Rolle mit dem Papierbindedraht ganz einfach reinziehen.
kann mein Draht wieder entfernen. Komm jetzt hier oben bei, nimm da so welche, ja, dreimal stelle ich mir ungefähr die Perle vor. Jetzt für meine Ohren, für den Hasen. Und klipp mir die hier gleichmäßig runter, dass ich ein bisschen mitzähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich jetzt auf jeder Seite. Gehe jetzt hier nochmal mit dem Finger rein. Und kann ganz einfach meine Öhrchen biegen für den Osterhasen. Nimm jetzt hier noch mehr Bindedraht. Kann das jetzt hier auch gleich doppelt nehmen. Und wickel jetzt den kleinen Körper. Das dann unten nochmal genauso viel, kann jetzt hier auch wieder reingehen mit dem Finger und lasse jetzt hier ungefähr die gleiche Größe wie die Perle jetzt hier ganz einfach stehen. Befestige mein Band ganz einfach, hier so den Finger dazwischen halte und hier das Ende reinstecke, als wenn ihr eben beim Nähen ganz einfach einen Faden festmachen wollt. Und jetzt unten bei den Beinchen brauche ich ganz einfach nur rumbiegen und kann natürlich meinen Hasen mit dem Stift jetzt ganz einfach in Gesicht geben. Ein kleiner Schnurrbart und schon ist das kleine Deko-Häschen fertig. Wenn euch die Idee gefällt, gebt dem Video natürlich ein Däumchen hoch. Unter dem Video findet ihr viele, viele Deko-Ideen, ob jetzt Eier färben, mit Blumendekorationen und für die Osterzeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln für Ostern.